Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Asreiter. Wir sind in Folge 371 von Simotrans mit dem Bug German und wollten uns die Linien angucken, dass wir die nach Verlusten etc. mal schauen, wo Fahrzeuge zu viel drauf sind, wo zu wenig drauf sind oder hier die Fahrzeugliste ist vielleicht das Ideale. Das machen wir am Intro, da schauen wir an, welche Züge uns hier total in die roten Zahlen reinziehen. Da würde ich sagen, bis gleich. So, noch erster Blick, ist hier niemand, der uns schlechte Zahlen bringt. Dann wollen wir mal auf den Gewinn gehen und dann sieht das schon gleich ganz anders aus. Und dann machen wir den auch umgekehrt und... Oh. Achso, da sind keine roten Zahlen. 941 ist schon miese. So sieht's aus. Schüttgut, der fährt die ganze Zeit durch die Gegend mit Schüttgut und hat nichts drauf. Achso, das war wahrscheinlich so ein Zug, der muss da hin und her fahren. Ja, BSD ist vielleicht sinnigerweise zu nehmen. Der ist jetzt hier angekommen. Oh, jetzt bin ich hier dran. Ne? Will aber da gar nicht rein. Ah. So, auf ein neues. So, der macht hier miese ohne Ende. Warum? Schrott, Stahlwerk zu Stahlwerk fährt er. Okay. Ist das immer noch so? Hier sind Schrott reichlich. Und das andere Stahlwerk hat auch Schrott genug. Ich weiß jetzt nicht, warum der da hin und her fährt mit Miesen. Warum ist der gerade... Ja, der hat was weggebracht wahrscheinlich dann, ne? Ne, jetzt fährt er gerade wieder raus. Macht das Sinn? Nicht wirklich, oder? Ich weiß nicht mehr, warum ich, das ist schon so lange her, warum dieser Pendelverkehr da stattfindet. Aber ich glaube, im Endeffekt wird der Schrott... Oh, warte mal, wo kam der Schrott weg? Nee, der kam... Das müssen wir gucken. Ich glaube, der Schrott kam von Riedenburg mit dem Schiff. Nee, am Hafen war die Dingens, der Schrottplatz. Der Schrott kommt... von hier. Also, nicht nur von hier, sondern da ist noch einer. Mittlerweile. Ist das der Schrottplatz? Nee, wo ist er? Das hat gut geklappt, das war nämlich nicht richtig. Der kommt von Riedenburg, da ist auch ein Schrottplatz. Hier, da ist er. Der hat jetzt beide Stahlwerke dabei, ne? Das genauso wie das. Und aus diesem Grund fährt da ein Zug hin und her. Gut. Und der zweite Schrottplatz? Wo ist der denn jetzt hier? Ach, da ist er. Hat auch beide Stahlwerke drin, ne? So sieht's aus. Und das ist der Grund, warum hin und her gefahren wird. So, macht das Sinn? Nein, das ist eine Million Verlust. Das heißt eigentlich... Welcher Zug fährt jetzt hier den Schrott... für dieses Werk. Der muss ja eigentlich hier unten stehen, ne? Der holt ja den Schrott von da. Aber hier steht ja gar keiner. Also der kann ja nicht jetzt hier den Schrott mitnehmen, ne? Also, da sind ja die falschen Wagen, ne? Nutzholz, alles klar. Hier stehen jetzt Postgeschichten, glaube ich, noch. Also wenn der da oben steht, dann ist ja sowieso das Faul, ne? Dann ist er auf der falschen Seite am Warten, oder? Wenn das der Schrottzug ist. Aber wahrscheinlich ist der Zug kombiniert mit was anderem, ne? Kann das sein, mit Kohle zum Beispiel. Hadexen, Stahlwerk alt ist das, ja. Und das hier ist der Zug Schüttgut, Hadexen Chemiewerk. Der fährt aber dann woanders hin, ne, oder? Hier sind wir und der fährt nach da. Das bringt uns also nichts. Dann ist das schon mal nicht der richtige Zug dafür. Es gibt gar keinen Zug, der jetzt hier durchfährt, oder was? Es wird hier sowieso kein Schrott hingebracht, oder? Kann das sein?
Obstzug. Dann ist doch gar keiner da. Dann gibt es gar keinen hier. Falsche Taste. Hier fährt einer gerade. Schüttgut. Wahrscheinlich ist das der Zug, der gerade die Kohle durch die Gegend auch bringt. Der vielleicht auch dann Schrott mitnimmt, ne? Liegt hier denn Schrott? Ich glaube nicht, ne? Ne, da liegt nur Kohle. Ich glaube, in dem gleichen Wagen, wo Schüttgut ist, auch Dingens Schrott mit drinne. Der fährt jetzt hier rein. Aber der ist ja gut, ne? Der fährt ja richtig Geld ein. Der kann maximal 100 fahren, ne? Und wir haben hier Strecken, die 160 können. Und wir haben Anhänger. Die. Sehe ich jetzt gerade gar nicht. Maximal 100 steht da, aber warum? Das müssten wir mal gerade im Lokschuppen gucken, ne? Hier die Waggons. Fassen 130. Ist das der? Ja, super, jetzt habe ich den auch noch gekauft sozusagen. Ja, der kann nur 100. Den kannst du gleich verkaufen. Aber die Lok. Die Lok haben wir natürlich hier. Das müsste die sein, ne? Ja, die kann. Die kann. Wo ist er? Diese ist es. Diese ist es. Wo ist denn jetzt die Geschwindigkeit von dem doofen Zug? Und wieso ist das hier nicht so, wie ich mir das vorstelle? Das ist doch nicht alles da unten, oder? Ach doch, da steht 160. Die kann 160 km/h fahren. Das ist die, ja, ist die richtige. Das heißt, wir brauchen eigentlich einen Schüttgutwagen. Kohle. Schrott können wir auch mal kurz gucken. Da ist Schrott. Der kann 120, der kann nur 100. Was Schnelleres gibt's nicht. Das heißt, wir sollten den Zug definitiv mal 20 km/h schneller fahren lassen, oder? Jetzt ist er natürlich gerade wieder voll, ne? Macht natürlich keinen Sinn, denn jetzt lassen wir gerade fahren, wenn er fährt. Unten sind auch noch welche drin, ne? Jetzt fährt er. Wenn er leer ist, fahren wir ins Depot. So, Fahrzeugdetails zum Depot. Fahren wir gerade mit. Und schneller. Okay, was läuft hier schief? Straßenbahnen stehen im Weg.
Warte auf freie Strecke. Wartet auch auf freie Strecke. Alle Straßenbahnen warten auf freie Strecke, oder wie sehe ich das? Was haben wir da denn verplant? Warte mal, das ist dann aber falsch rum, oder? Wie rum fahren die denn? Diese hier muss weg, oder? Fahr die mal ins Depot. Macht sie auch nicht. Wo ist jetzt hier der Fehler? Wo ist denn jetzt hier die Straßenbahn? Ach so, die fährt hier lang. Da steht auch eine. Hier steht auch eine. Ach, hier ist es das Problem. Wie kriegen wir das gemanagt? Die fährt hier lang. Straßenbahn. Straßenbahnen kriegen von den Zügen ein Signal. Fährt er jetzt weiter dann? Ja. Ich hoffe, jetzt fährt er als erstes, ja, zum Depot. Gut. Ich glaube, dann klappt es jetzt wieder, oder? Das ging auch mal gerade so gut, ne? Ja, jetzt fahren sie wieder. Zum Glück. Okay, der ist im Depot. Das ist alles prima. Dann können wir das hier mal schließen. Das schließen wir auch. Und diesen können wir wegmachen. Waggons. Passt. Und jetzt kannst du wieder starten lassen, oder? So. Das sollte soweit erstmal gut sein. Der fährt jetzt weiter. Bis wo fährt der denn dann hin, wenn da einer steht? Okay, nur bis da. Okay, die fährt ja da weg, dann klappt das eigentlich. Müsste so gehen, oder? Also der bringt jetzt erstmal ...20 km/h schneller irgendwas durch die Gegend. Der fährt maximal 120, das passt. Hier ist einer nicht abgedeckt, ne? Aber ich glaube, den hatten wir schon mal und haben gesagt, ist egal, lassen wir so. So, hier liegen nur Kohle. Der Schrott ist nicht da. Geräte- und Maschinenfabrik wird wahrscheinlich genug Stahl haben. So sieht's aus. Ein Verpackungshersteller hat auch genug Stahl. Das heißt, da brauchst du zurzeit nichts machen. Aber was mich jetzt ein bisschen interessiert, ist das. Oh, der hält hier mittendrin an. Das ist ja krass, oder? Irgendwas passt hier mit dem Bahnsteigen nicht. Kannst mir erzählen, was du willst. Aber ist jetzt auch erstmal nicht so relevant, glaube ich. Was jetzt wirklich die Frage ist, der Holzzug fährt okay. Lass mal gerade einmal in die Bilanz gucken. Ja, 17,6 ist auch besser geworden. Welcher Zug bringt den Schrott darüber? Das kann ja nur der sein, den ich jetzt gerade erneuert habe. Der bringt es hier hin. Aber der andere Zug, der jetzt da wahrscheinlich gerade sogar kommt,
Fahrplan ist Riedenburg Rathaus. Wo ist denn das? Also, das ist da hinten und er fährt wohin? Nach hier. Ach, das ist jetzt der neue Zug. Nee. Ist das der neue Zug? Doch, muss er sein. Ja, wird das wohl sein. Der hat es erst bis dahin geschafft. Okay, dann passt das erstmal. Und der hier. Das ist Maschinenfabrik Stahlwerk. Wie heißt denn die Linie hier? Okay, das ist auch nicht der Zug, den wir haben wollen. Dann ist wahrscheinlich das hier der Zug, den wir haben wollen, oder? Stahlwerk zu Stahlwerk, genau. Da müssen wir den Fahrplan anpassen. Der soll jetzt nach da unten fahren. Von da nach da und dann fährt er hier runter. Und dann fährt er hier hin. Und hier unten soll er 100% laden. Eigener Fahrplan ist auch doof. Neue Linie. Riedenburg, Güterzug. Stahlwerke. Schuss. Und dann der hat ein Zeitfenster da, okay. Aber hier soll er jetzt 100% laden. Und fertig. Fährt er wieder? Ich hoffe es. Wo steht denn der jetzt? Da. Achso, wenn ich da hingehe, fährt er erst. Riedenburg Stahlwerk. Jetzt haben wir aber gerade eine Linie Stahlwerk zu Stahlwerk hatten wir doch, ne? Ist die ausgemustert jetzt? Ist irgendwo hier die grau? Oh oh. Ölraffinerie. An dem Fahrplan gibt es aber, da ist kein Fahrzeug drauf, ne? So sieht's aus. Vielleicht sollten wir den mal wegschmeißen. Linie löschen. Adexen. Da ist es. Schrott. Stahlwerk, Stahlwerk. Ja, ich glaube, den können wir auch löschen. Mauer weg. So, jetzt ist er wo am Stehen? Da vom Bahnhof, weil er da durchfahren muss. Bringt er denn von da hinten was nach hier? Das ist die Frage. Dann ist unser Fahrplan noch verkehrt. Dann müssen wir den Fahrplan aber hier machen. Güterzug. Riedenburg Stahlwerke. Da haben wir einen Halt vergessen. Riedenburg Rathaus. Dann wieder Hardexen Stahlwerk. So, dann passt's. Jetzt ist richtig. Er fährt auf jeden Fall dahin, wo er hinfahren soll. Keine Ahnung, ob das so richtig ist. Müssen wir aber gucken. Hier sind natürlich Linien, die jetzt knallerot sind. Die müssen wir mal reinschauen. Brauerei Marktplatz. Fahrzeugliste. Alle fast leer am Fahren, ne? Das war damals, glaube, da hatte sich sowas angehäuft. Da haben wir ganz viele drauf gesetzt und da war hier das Chaos schon, wie die hier zu diesem Platz kommen, ne?
So sieht's aus. Das haben wir aber in den Griff gekriegt wohl. Also der ist veraltet schon mal. Oh, das war der falsche natürlich, ne? Aber das ist jetzt nichts Schlimmes. Hä? Ich krieg die jetzt ausgemustert oder nicht? Das ist doch der hier. Ach so, ausmustern, weil da ist was drin, deswegen macht er das nicht. Alles klar. Okay, jetzt sind da hoffentlich nicht zu wenige drauf, weil ich jetzt gerade einige weggekickt habe, ne? Wo fährt denn der hin? Fahrplan ist Riedenburg. Diese Strecke wird doch jetzt von dem Zug, den ich eben hatte, bedient. Das heißt, der kriegt jetzt hier einen neuen Fahrplan. Güterzug Kohle Stahlwerk. Güterzug Riedenburg Stahlwerke, so hieß das. Der bringt auch die Kohle dahin. Riedenburg-Hardexen, Güterzug. Wo ist denn der? Da oben. Lass den mal da drauf fahren. Güterzug Stahlwerk. Den Zug und Linie löschen brauchen wir nicht mehr. Okay, der fährt rot, weil gerade frisch, aber dann muss man gucken, wie sich's ergibt. Muss mal gucken. Ja, ist verteufeltes Zeug, das ist ganz klar zu sagen, ne? Wenn du erstmal so eine 370 Folgen Serie hast, dann ist es schwer, da was dran zu reparieren. Das hatte Tante Mimi ja auch schon geschrieben, ne? Jetzt ist die Frage, wann der hier sich ausmustert. Der muss ja mal irgendwann da sein. Muss mal gerade schneller fahren. Jetzt ist das Fenster weg, jetzt ist er ausgemustert. Jetzt passt es erstmal. Okay, da gucken wir, denke ich mal, in der nächsten Folge wieder rein. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.